Hey, ihr Lieben. Ich weiß gar nicht, wie ich das Video anfangen soll ohne Ina. Irgendwie, das ist so merkwürdig. Mir fehlen so ein bisschen die Worte. Ich weiß gar nicht, wie ich richtig anfangen soll, aber ich glaube, dass auch viele warten darauf, dass wir uns melden und dass wir halt was zu der Situation sagen. Und wenn ich jetzt einfach einen Text schreiben würde, wo ich sagen würde, das und das ist passiert, ich finde, das wird der Situation nicht gerecht und deswegen haben wir uns dazu entschieden, also ich habe Ina auch gefragt, wie ich das machen soll. Wir haben beide gesagt, dass ich wahrscheinlich jetzt ein Video dazu aufnehmen werde und euch kurz erzählen werde, was die letzten 10 Tage so Schreckliches passiert ist. Es war der 12. Juli. Das war jetzt, glaube ich, der Dienstag letzte Woche. Da habt ihr auch noch ganz normal alle Sachen gesehen. Ina ist zu ihrer Oma gefahren, weil wir dachten, dass die Geburt vielleicht ja bald losgeht, damit sie sie nochmal sieht. Weil wir im Wochenbett eigentlich gar nicht so viel Besuch haben wollten, haben wir dann gesagt, dass sie ihre Oma nochmal besuchen geht. Und ich habe gesagt, ich bleibe so lange bei meiner Mama, falls was ist, dass sie dann bei mir ist und dass sie mich dann ins Krankenhaus fahren kann. Und dann haben wir das so abgemacht und Ina ist zu ihrer Oma gefahren, ganz normal in unserem Auto, hatte da schöne Zeit, 2 Stunden oder so, ist dann wieder zurückgefahren und dann kam sie halt hierher zu meiner Mama quasi und wir wollten dann Essen bestellen, weil ich habe meiner Mama versprochen, dass wir noch einmal Sushi essen und dann haben wir alle zusammen Essen bestellt online und eine riesen Sushi-Platte und dann meinte Ina, dass sie noch Lust hat, Sport zu machen, weil sie sich heute so wenig bewegt hat und dann sind wir halt, meine Mama hat hier so ein Sportzimmer bei sich. Dann sind wir halt ins Sportzimmer gegangen. Ich bin so ein bisschen auf dem Laufband gelaufen, ganz normal so Schritte gemacht und habe halt ihr zugeguckt und sie wollte halt gerade so ein Bauchtrainingsvideo anmachen und hat sich auf die Matte gelegt und dann hat sie wirklich so 30 Sekunden angefangen und auf einmal guckt sie mich so an und ich sehe, dass irgendwas nicht stimmt und ihr halbes Gesicht hatte sich nicht mehr richtig bewegt und ich dachte, das ist jetzt ein Spaß oder sowas. Und da habe ich aber direkt realisiert, das ist kein Spaß. Ich bin direkt zu ihr hingegangen und habe meine Mama direkt gerufen. Die kam direkt nach oben gerannt und wir haben sofort den Krankenwagen gerufen. Das hat meine Mama gemacht. Sie hat dann die Adresse durchgegeben. Ich habe dann, für mich sah das sehr schlimm aus. Und deswegen habe ich hab das gar nicht hinbekommen, mit diesem Rettungsdienst zu reden. Deswegen hat meine Mama das übernommen und die kam dann auch so nach 10 bis 12 Minuten. Und Ina lag dann einfach auf dieser Matte. Meine Mama hat auf sie aufgepasst. Ich habe unten gewartet, bis der Rettungswagen kam. Und sie konnte dann sich nicht mehr bewegen, auch nicht mehr sprechen, gar nichts mehr. Und war wie parallel, also sie konnte sich einfach nicht mehr bewegen. Und dann hat der Rettungswagen sie mitgenommen. Ich durfte aber nicht mitkommen und hat sie ins Krankenhaus gefahren. Ja, dann haben wir 2 Stunden, glaube ich, später eine Nachricht bekommen, dass sie jetzt halt ein. Dass sie halt so ein MRT gemacht haben, glaube ich, oder ein CT oder sowas. Und haben dann quasi. Haben sie dann ins Koma gelegt, damit alle Funktionen vom Körper runtergeschaltet werden und haben quasi so einen Beatmungsschlauch auch bekommen. Und ja. War dann halt im Koma. Und es hat sich dann herausgestellt, dass es ein schwerer Schlaganfall ist. Ich glaube, es gibt verschiedene also Stärken. Es gibt, glaube ich, leichtere Schlaganfälle oder halt auch schon stärker. Und sie hat, ich weiß nicht warum, ich verstehe nicht, warum dieses Schicksal mit uns so ist. Ich finde, wir waren immer gute Menschen und hatten halt so ein perfektes Leben. Und warum es Ina getroffen hat oder uns getroffen hat, verstehe ich immer noch nicht. Sie ist einfach 26. Ich kann mir das nie vorstellen, warum das passiert ist. Und ja, dann war sie halt im Koma und war halt auch überhaupt nicht ansprechbar. Ich bin direkt am nächsten Tag, am 13., direkt mit ins Krankenhaus gegangen. Und ihr wisst, ihr könnt euch nicht vorstellen, und wie egal alles andere ist, wenn der Mensch, den du liebst, du das so siehst und nicht weißt, um die Ärzte sagen, wir können hier nur von Stunde zu Stunde leben. Dann siehst du dein ganzes Leben einfach an dir vorbei. Also ich war dann auch noch schwanger.
Ich wusste einfach zu dem Zeitpunkt, okay, ich werde die Geburt ohne Ina machen. Ich weiß aber nicht mal, ob sie ihr Baby jemals sehen wird. Dann hat meine Mama auf jeden Fall angeboten, dass sie mit mir die Geburt macht. Da bin ich auch sehr dankbar dafür gewesen. Die ging dann nämlich auch am nächsten Tag auch los. Ich weiß nicht, wahrscheinlich auch durch den Stress hatte ich dann ab dem 13. ging es dann in der Nacht los mit Wehen. Aber über die Geburt, das kann ich euch dann mal anders erzählen, das ist jetzt auch nicht so wichtig. Ja, dann war die Kleine auf jeden Fall auf der Welt und dann musste ich halt noch ein paar Tage im Krankenhaus bleiben. Und also zur Überwachung und so. Und dann bin ich am Sonntag entlassen worden aus dem Krankenhaus, nachmittags. Und ich bin direkt von in meinem Krankenhaus, weil wir waren nicht im gleichen, direkt in Inas Krankenhaus gefahren, um sie halt zu besuchen, um sie halt zu sehen. Und dann wurden schon diese, also die Medikamente oder so, ich hoffe, ich weiß nicht, ob ich das medizinisch korrekt erzähle, aber wurden dann besser runtergeschraubt, sodass sie halt ein bisschen wacher wurde und dass sie mich quasi versteht. Und dann war ich halt direkt bei ihr am Sonntag. Wie so auf jeden Fall aktuell der Stand ist, ist, dass Ina wach ist. Also sie versteht auch alles. Also alles, was ich ihr sage, versteht sie, was mich wirklich sehr glücklich macht. Sie kann auch mit mir sprechen. Klar, das ist noch super viel Aufholbedarf oder so, aber ich bin so, so unfassbar stolz auf sie, weil die Ärzte einfach zu ihr gesagt haben, dass sie einfach so knapp dem Tod entkommen ist. Und ich bin einfach so stolz auf sie, dass sie das so gut meistert und dass sie echt so einen Kampfgeist hat. Ich weiß nicht, wie ich wäre, wenn ich in ihrer Situation wäre. Ich weiß es nicht. Aber sie kämpft so krass, dass sie wieder rauskommt für mich und für unsere Tochter. Ich habe ihr auch natürlich direkt Bilder gezeigt. Und sie macht jeden Tag Fortschritte. Ich bin da so stolz auf sie. Sie wurde halt dann auch noch operiert am Hirn. Auch noch. Das ist natürlich auch keine leichte OP. Und dann muss man auch noch schauen, wie sich das da verhält. Und ja, ich weiß jetzt gar nicht, was ich sagen soll. Also es ist einfach momentan so, sie hat einen stabilen Zustand. Sie kann mit mir reden. Also zwar nicht jetzt so, wie ich jetzt mit euch rede, aber ich verstehe sie. Sie ist klar im Kopf. Das ist so, bin ich so dankbar für, dass sie klar im Kopf ist. Aber, und was mit dem, also es sind halt Körperbereiche, die sie halt nicht mehr bewegen kann aktuell. Es ist viel. Und wie die wiederhergestellt werden können, das kann mir jetzt noch keiner sagen. Mir kann niemand sagen. Niemand dachte wahrscheinlich schon, dass Ina überhaupt das bis jetzt bis dahin kommt. Und da kann mir auch niemand sagen, wie es weitergeht. Das kann nur jemand da oben entscheiden und Ina selbst. Aber sie hat mir versprochen, dass sie weiter kämpft für uns. Und ich habe ihr dann auch wann war das? Ich weiß es nicht mehr genau. Ich glaube, am Montag bin ich dann auch direkt hingefahren nochmal. Und habe ihr dann die Kleine mitgebracht, die durfte ich mitbringen. Und dann hat sie ihren Fuß angefasst und ihren Kopf angefasst und war so stolz. Die Kleine sieht echt aus. Ich weiß, dass es nicht genetisch ihre Tochter ist, aber sie sieht halt wirklich aus wie sie. Das ist so krass. Ich habe Bilder verglichen, wie sie als Baby aussah, also Ina. Und die Kleine hat auch so die Haare, so dunkle Haare und so lange Haare und wie sie. Und gut, sie hat meine Nase. Aber halt auch so Schmolllippen wie Ina. Ja, so schöne Lippen. Und Ina meinte auch, sie sieht aus wie ich. Hat mich so glücklich gemacht. Ja. Und was ich jetzt aktuell mache, wie mein Tag so aussieht, ist, ich wohne nicht mehr bei uns in der Wohnung. Ich kann das nicht. Ich habe gesagt, dass ich, also wenn ich da wohne, gehe ich zugrunde. Und Ina meinte auch so, das ist gut so, dass du das, also dass ich hier bei meinen Eltern jetzt wohne. Ich bin jetzt in Lauris Kinderzimmer von meiner Schwester eingezogen und hier habe ich alles. Ich habe da mein Bett, ich habe da ihr Kinderbett, ich habe da Wickelkommode, einen Schreibtisch und so einen packskleiner Schrank. Und hier werde ich erstmal das Wochenbett verbringen. Ich bin auch sehr dankbar, dass meine Familie mich da so unterstützt. Und also
Wirklich, die machen so viel alle. Also alle, auch so Freunde, erkundigen sich auch immer bei mir. Und die Familie, wir halten auch voll zusammen. Und damit wirklich Ina da irgendwie, ich hoffe es so sehr, dass sie wieder auf die Beine kommt. Ich weiß, sie wird nie wieder die Ina sein, die ich vor einer Woche noch bei mir hatte. Die wird, es geht nicht. Es ist, wird nie wieder hundertprozentig so sein. Aber ich werde alles dafür geben, was sie da möchte, so wisst ihr. Ich werde alles dafür geben, dass sie, ich weiß nicht, so viel wie möglich wieder von ihrem Leben zurückbekommt. Und bin auch wirklich für sie da, so wie der Rest der Familie. Und ich verstehe es immer noch nicht, warum das so gekommen ist. Ich habe keine Ahnung, warum uns das getroffen hat, mit 26 vor allem. Und ich weiß gar nicht, was ich noch sagen soll. Ja, wie ich jetzt aktuell lebe, ich wohne jetzt halt hier erstmal. Ich werde auch erstmal hier bleiben. Und gehe halt abwechselnd immer ins Krankenhaus. Also ich versuche, also ich bin eigentlich fast jeden Tag da, außer zum Beispiel jetzt, wenn das Papa möchte dahin. Dann geht er zum Beispiel, aber wir sorgen immer dafür, dass jeden Tag einer dort ist, damit sie mit reden kann, weil ich weiß, wie es mir geht. Ich bin wirklich in einem schwarzen Loch und ich hätte es ohne unsere Tochter, würde ich, ich weiß nicht, ob ich, wie es mir dann noch gehen würde. Und sie ist einfach ein kleines Wunder so für uns. Auf jeden Fall müssen wir ganz doll an sie denken, sie weiß das auch. Ich finde es zwar echt schrecklich momentan, dass es wirklich so viele Medien gibt. Gut, wir haben uns das ausgesucht, dass wir dieses Leben wollen und wollen es auch immer noch, das Leben. Aber es ist natürlich nochmal was anderes, wenn man dann einfach nichts wissen möchte und dann ganz viele Zeitungsartikel oder irgendwelche Berichte im Fernsehen da stattfinden und dann jeder Mensch, ich versuche gar nicht mehr so richtig rauszugehen, dich irgendwie bemitleidenswert anguckt oder sowas und alle einfach das wissen, das ist schon sehr merkwürdig, das ist einfach noch eine ungewohnte Situation. Und aber ich habe mit ihr darüber auch gesprochen und ich meinte auch, wie soll ich das machen, was soll ich machen? Ich habe nichts gemacht, ich habe nur gesagt, dass es dir schlecht ging, dass du halt nicht ansprechbar warst. Und sie meinte halt, dass ich einfach weitermachen soll und Updates geben soll. Und ich hoffe einfach so sehr, dass unsere Geschichte irgendwie so ein, weiß nicht, vielleicht ist es auch so ein Hoffnungsstamm, den ich habe, weil dass unsere Geschichte einfach so ein Happy End hat, wisst ihr? Ich fühle mich wie in so einer bescheuerten Netflix-Serie oder so einem Film, wo man einfach denkt, das kann doch gar nicht passieren. Und jetzt ist es passiert. Wo man einfach so denkt, so viel Unglück kann doch ein Mensch nicht treffen. Und es ist wirklich passiert. Worüber ich natürlich sehr dankbar bin, was das einzige minimale Glück ist, dass das Ganze erst passiert ist, als Ina bei uns zu Hause war. Wäre es einfach eine halbe Stunde früher passiert, wäre sie einfach im Auto allein gewesen. Und ich will mir das gar nicht ausmalen, was passiert wäre. Darüber will ich auch gar nicht nachdenken. Aber ich meine nur, dass ich darüber glücklich bin. Das ist wirklich eine der einzigen Sachen, über die ich glücklich bin. Dass sie einfach hier war, dass ich bei meiner Mama auch war. Und dass wir zu zweit hier waren und direkt den Krankenwagen holen konnten. Dass das wirklich so schnell alles ging. Darüber bin ich sehr, sehr dankbar. Aber ich weiß, dass es ein harter Weg ist. Und das sagen mir auch die Ärzte immer, das ist sehr viel Geduld. Es ist nicht Stunden und Tage oder Wochen, es sind Monate. Es können Jahre sein. Die Funktionen von ihr wieder verbessert werden und nicht so wie früher, sondern einfach besser werden. Was anderes kann ich euch gerade aktuell gar nicht erzählen. Ich weiß auch noch gar nicht, wie es weitergeht. Ich weiß, alle werden jetzt sagen, ja, Nessie, entspann dich erstmal und bleib erstmal aus der Welt raus. Aber das ist alles gar nicht mal so einfach, ne? Das sagt sich einfach so, aber Ina meinte ja auch, ich muss ja auch für unsere Familie sorgen jetzt. Ich muss für unsere Tochter sorgen. Ich muss auch für Ina jetzt noch mehr da sein als bisher. Und ich hoffe, dass ich unserer Tochter auch gerecht werde. Ich will einfach nicht, dass sie mich so weinen sieht. Also, ich weine sehr oft und ich möchte nicht, das sollte der schönste Moment unseres Lebens sein. Ist es auch, aber das manchmal liegen so Leid und Freude so nah beieinander und ich hoffe einfach, dass ich eine gute Mom bin. Und ich habe ihnen auch gesagt, dass ich eine gute Mom bin und dass sie hoffentlich stolz auf mich ist. Und ich meinte, dass sie stolz auf mich ist und dass sie für uns kämpft. Und ich werde auch, die Woche bringe ich die Kleine auch wieder zu ihr mit.
dass sie sie halt auch sieht und so. Und ich hoffe einfach, dass es irgendwie weitergeht. Und wie es hier weitergeht, weiß ich noch nicht. Aber ich werde und kann mich hier gar nicht zurückziehen, weil ich weiß ja noch nicht, wie ich das Ganze angehen werde. Aber mir wird schon irgendwie was einfallen. Und weil es ist ja auch nun mal unser Job, ne? Und ich brauche diesen Job auch wenn es jetzt total bescheuert auch klingt. Es tut auch mal gut, sich einfach alles so mal von der Seele gerade zu reden, muss ich ehrlich gesagt gestehen. Und ich muss auch finanziell einfach für die Kleine und für unsere kleine Familie halt da sein. Ich habe auch schon Sina gesagt, wenn alles wieder gut wird, ich hoffe, dann feiern wir einfach an ihrem Geburtstag von unserer Kleinen auch noch Inas Geburtstag, weil sie dann quasi noch einen zweiten Geburtstag hat. Und dann meinte sie so zu mir, dann kann ich ja zweimal Geschenke. Ja, das hat mich voll gefreut und ich weine viel. Ich glaube, Ina weint auch sehr viel, weil sie auch so denkt, warum passiert uns das? Aber ich habe ihr gesagt, dass sie weiß, dass ich immer für sie da bin. Es ist egal, was kommt, ich bin für sie da. Und bin auch so dankbar, die Schwestern und so da im Krankenhaus, die sind wirklich, und auch die Ärzte sind wirklich richtig toll und richtig lieb. Und bin auch, ich bedanke mich da auch 5-mal, was die da immer alles so machen. Ich bin da richtig dankbar für. Und ja, das ist so der Stand. Und ich habe mich echt eigentlich gut zusammengerissen, finde ich. Ja, und ich hoffe, dass erstmal eure Fragen geklärt sind. Und ich hoffe, dass Ina auf die Beine kommt. Ich werde alles dafür tun. Falls ich eure Hilfe irgendwann mal brauche, haben mir auch viele angeboten, sage ich das natürlich, falls ich da irgendwie Hilfe von euch brauche, was ich machen kann, was wir machen können, damit das besser wird. Und ich hoffe einfach, ich bin wahnsinnig stolz auf Ina, was sie schon für Fortschritte macht. Das hätte keiner gedacht vor einer Woche. Niemand hätte das gedacht und ich bin wahnsinnig, wirklich so stolz auf sie. Und ja, hoffe einfach, dass wir vielleicht in 1-2 Jahren weiß nicht, unsere kleine Familie wieder zusammenbekommen können, die wir uns so sehr gewünscht haben. Das hoffe ich. Ja, damit verabschiede ich mich jetzt auf jeden Fall. Ich habe euch da draußen ganz doll lieb und ich bedanke mich wirklich bei jedem Einzelnen, der an uns denkt und Kraft sendet. Und jetzt, es gab wirklich so viele schlimme Kommentare, die will ich ja auch gar nicht thematisieren. Das gehört ja einfach nicht her. Das ist ganz unterirdisch gewesen. Und hoffe auch, dass durch dieses Video auch diese Leute, die einfach nur so wissen wollen, was ist jetzt passiert, einfach gehen und es jetzt wissen und einfach gehen und dass einfach die Leute, die uns einfach schon immer verfolgen oder weiter verfolgen, dass die einfach bleiben. Ja, ich schicke jedem Kraft und dann merkt man mal wieder, dass Gesundheit das Allerwichtigste ist und dass es alles andere total nebensächlich ist. Ob man jetzt irgendwelche Taschen hat oder ob man jetzt irgendwelche krassen Wohnungen hat oder weiß ich was, das ist alles nebensächlich, wenn der Mensch, den du liebst, vielleicht nicht bei dir ist oder halt krank ist. Und das möchte ich auch nochmal weitergeben, dass man immer auf sich aufpassen sollte und dass man glücklich sein sollte, wenn einfach alles gut ist, gesundheitlich gesehen. Ich habe euch ganz doll lieb. Ich melde mich auf jeden Fall bei euch und passt auf euch auf.